Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Wir sind in Buku. Heute bei Haus des Burgers. Nicht Haus des Döners, jetzt gibt es sogar Haus des Burgers in Berlin. Fabi hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier Haus des Burgers ist. Du warst aber noch nicht in der ersten, Fabi, oder? Ich bin auch nur vorbeigefahren. Okay, ich würde sagen, es ist kalt. Gehen wir rein, checken den Laden ab, mal gucken, was der Laden zu bieten hat. Haben natürlich Nairobi, Berlin, Denver, Rio. Was nehmen wir? Bella Ciao, Lissabon. Dann machen wir mal bitte einen Cheeseburger mit Bacon. Bacon Halal natürlich, ne? Also die Leute sagen immer, wenn ich Bacon esse, ist es Schweinefleisch. Wenn ich Bacon esse, dann ist natürlich immer Halal. Einmal Cheeseburger, einmal Crispy Chicken. Mit Käse, dann eine Currywurst und ein 6er Garnelen. Was habt ihr für Soßen? Habt ihr irgendwas Scharfes? Wir haben so eine selbstgemachte Haussoße. Scharf? Ja, dann einmal die Soße noch dazu. Ja. Wie lange gibt es euch schon hier? Der Laden selber schon seit über 2 Jahren, weiß ich. Echt, ja? Ja, aber der Name wurde geändert. Aber der hieß ja früher Prototyp. Ach so. Der haben wir noch auf Haus des Burger umgeändert. Aber ihr habt nichts mit Haus des Döners zu tun? Nein, nein. So wie ich immer in verschiedenen Läden bin und esse, so könnt ihr von zu Hause aus direkt in allen Ländern der Welt sein. Und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, CyberGhost, der weltweit führende Privatanbieter in der Sicherheitsbranche. CyberGhost verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Daten, wenn du im Netz surfst, auf über 9500 Servern in 91 verschiedenen Ländern könnt ihr eine Verbindung herstellen. Und das alles, ohne dass CyberGhost irgendwelche Daten von euch speichert oder aufzeichnet. Das heißt, egal wo ihr euch auf der Welt befindet, ihr habt immer Zugang zu euren Lieblings-Streaming-Seiten und Inhalten. Die VPN ist sehr benutzerfreundlich, also könnt ihr auch die App und das Programm sehr leicht bedienen, auch wenn ihr kein Technik-Freak seid. Die App gibt es für alle wichtigen Plattformen, iPhone, Android, Mac, Smart TV oder eure Spielkonsolen. Und das Beste daran ist, ihr könnt es an bis zu 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Mit meinem Link in der Beschreibung bekommt ihr direkt 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das sind nur 2 Euro und ein paar Zerquetschte. Checkt das ab. Vielen Dank an CyberGhost für das Sponsoren dieses Videos. Wir machen jetzt weiter mit dem Programm. Ich habe jetzt auch nur Klassiker bestellt. Ja, gib mir. Okay, danke dir. So, das haben wir jetzt auch nicht übertrieben. Einen normalen Burger genommen, einen Crispy, eine Currywurst, Garnelen. So von ein paar Sachen etwas. Mhm. Ja, anständiges Hotti. Pommes auch. Standard-Pommes. Die Garnelen gefallen mir optisch. Mhm. Garnelen, nein. Fabi, bist du nicht so der Garnelen-Typ, oder? Gar kein Fisch. Garnelen auch nicht, ja. Fangen wir mal an mit dem Smash-Burger mit Bacon. Smashburger mit Bacon. Ein guter Standardburger. Guter Standardburger. Ganz normaler Fleischpatty. Ist jetzt nicht Goldies oder so natürlich, ja klar. Ist halt ein ganz normaler Smashburger, der jetzt nicht schlecht ist. Der ist gut, der ist okay. Wo man halt nicht meckern kann.
kann man sich reinpfeifen. Was sagst du zu Bun? Bun ist auch, gefällt mir, ist okay, ist so ein locker, leichtes Bun mit Sesam drauf. Der Crispy ist zwar TK, machen wir die meisten, aber heißt nicht, dass die schmeckt. Ja, Crispy ist jetzt nicht so meins. Warum? Ja, das ist Geschmackssache. Mir fehlt jetzt beim Crispy. Das ist was schön Würziges. Ja. Der ist auf jeden Fall gut. Die Wurst ist auch okay. Das ist eine normale Wurst vom Türken. Die hat frittiert. Eine Kanaken-Currywurst, würde ich mal sagen. Die haben sie hier aber anders gemacht. Die haben sie erst zerschnitten und dann gemacht. Ja, weiß ich auch warum. Weil es diese dicke Wurst ist, wenn du die ganz in die Fritteuse schmeißt, von innen ist dann noch so roh. Zack, schneiden die, schnell rein und dann ist die halt frittiert. Aber das Beste hier, was mir am besten gefallen hat, sind echt die Garnelen. Die machen auch viel bestellen, so weißt du, nach Hause schnell auf schnell so einen Burger, ja. Die entscheidende Frage ist, wusstest du es am meisten? Ja, das heißt, ja, auf jeden Fall. Die Garnelen auf jeden Fall. Den Cheeseburger, ja. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, das ist jetzt ganz normale Burger. Akzeptabel, die Pommes gehen klar. Ja, ist halt nicht Goldies oder Lilly oder Burger Vision oder Smack Burger. Das ist natürlich, hebt dich ab von allen. Das ist ein ganz normaler Standard-Burgerladen. Ich glaube, Kindern und Jugendlichen schmeckt es bestimmt sehr gut. Und ist auch preislich auch, akzeptabel. Jetzt ist jetzt auch nicht keine 10-Euro-Burger oder so. Ich glaube, was kosten die Burger? 6 Euro, 7 Euro? Von daher kann man nicht meckern. Ja, da ist beim Rüberreichen im Burgerladen ein kleiner Fehler passiert. Bilal ist, wo ich ihn die Kamera gegeben habe, leider auf den Aufnahmeknopf gekommen, weshalb ihr den Ausschnitt nicht sehen könnt, wo ich den Burger getestet habe. Bilal jedoch aber gerne haben würde, dass ich dazu was sage. Der ganz normale Smashburger war recht in Ordnung. Ja. Hier muss aber gesagt werden, dass der Bacon für mich ein bisschen zu roh war. Also ich bin eher der Typ, der sagt, Bacon, also wenn ich Bacon privat esse, dann muss der Bacon auf jeden Fall so sein, dass wenn ich drauf beiße, muss der knacken. Nichtsdestotrotz, ich hatte mir den Bacon wenig runtergemacht, habe probiert gehabt und ich fand den Burger an sich in Ordnung. Es war jetzt kein Burger, wo ich sage, ey, wow, den würde ich mir jetzt öfters reinhauen so. Es ist eher ein Burger, den würde ich mir nach Hause bestellen, privat zum Essen. Wenn ich mal Lust auf einen Burger habe und ich habe gerade nichts daheim, wo ich was machen würde, dann würde ich mir den bestellen. Der Crispy Chicken war mir leider ein bisschen überladen. Ja, vom Salat her, von den ganzen Beilagen, sowas wie Tomate, ja, das war mir einfach zu wässrig im Nachgang. Was mir allerdings dort ein bisschen gefallen hatte, war die scharfe Soße, die so eine angenehm gute Schärfe hatte. Bei der Currywurst war es dann so, dass ich anfangs ein bisschen verwundert war, warum man sie zerschneidet. Ja, aber Biggie hatte das recht gut erklärt gehabt. Nichtsdestotrotz fand ich die Currywurst in Ordnung. Ja, aber wir haben um Weiten schon bessere gegessen. Sei es bei Massiv im Dönerladen oder auch am Neulendorfplatz in der Burger Zone, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Im Großen und Ganzen war der Burgerladen ganz in Ordnung. Ja, ich privat würde da jetzt nicht nochmal hingehen und mir sagen, hey, wow, ich ziehe mir jetzt nochmal so einen Burger dort rein. Ja, dafür war der Wow-Effekt halt einfach nicht da. Das Fleisch war recht gut gewürzt. Der Bun war mir leider ein bisschen zu trocken. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass er in Butter eingerieben ist, wie auch bei sämtlichen anderen Burgerläden, wie zum Beispiel Smack Burger, Goldies, Burger Vision, Lillys Burger, also so gut wie jeder Burgerladen, hinter dem wir stehen, ja, oder auch Biggie steht, legt ein bisschen mehr Wert auf den Bun. Ich weiß, ihr wartet auf die Undercover-Folgen und wir werden versuchen, im Ramadan ein paar zu machen auch. Aber im Ramadan ist schwer, weil wir halt wirklich abends drehen. Bei Undercover ist halt, müssen wir mehrere Läden abklappern. Das mache ich auch gerne mittags, morgens. Und das geht in der Fastenzeit nicht. Wir werden es aber versuchen. Ansonsten habe ich ein paar gerade schöne Projekte an Land gezogen. Wir werden auch bald in einer Fleischerei-Produktion, die für die Restaurants beliefern,
in die Produktion reingehen, von der Pike auf alles gucken, wie die das Fleisch machen. Vom Anfang bis Ende bis zum Beliefern, bis es im Restaurant landet. Und da werden wir auch, wir haben ein paar nette Sachen geplant für euch. Natürlich rund ums Thema Essen. Und ja, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt nicht vergessen, wir machen jetzt keine Undercover-Folgen mehr, sondern es kommen welche. Ansonsten, ich küsse euer Herz, weiterhin treu dabei sein. Dafür danke ich euch und ja, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Peace!